Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Sachaufgaben mit ganzen Zahlen. Mein Name ist Nurulla und heute werden wir uns eine Sachaufgabe zu Höhenunterschieden anschauen. Gut, schauen wir uns mal die Angabe gemeinsam an. Ein U-Boot befindet sich in einer Tiefe von 75 Metern. Bei einer Probefahrt bewegt sich das U-Boot wie folgt. Erste Aufgabe, es sinkt zunächst auf die dreifache Tiefe. Anschließend nähert es sich dem Meeresspiegel und steigt 50 Meter höher. In welcher Tiefe befindet sich das U-Boot? Zweite Aufgabe. Eine Stunde später befindet sich das U-Boot in einer Tiefe von 200 Metern. Wie viel Meter ist es jetzt tiefer als die letzte bekannte Position in Aufgabe 1? Gut, schauen wir uns mal die Aufgabe 1 an. Wir wissen von der Angabe, dass sich das U-Boot zu Beginn in einer Tiefe von 75 Metern befindet. Anschließend sinkt es um das Dreifache und im Anschluss taucht es erneut um 50 Meter auf. Wir sollen jetzt herausfinden, in welcher Tiefe sich das U-Boot am Ende befindet. Bevor wir das auf einer Zahlengerade skizzenhaft darstellen, möchte ich, dass du es mal selbstständig versuchst. Stoppe hierfür das Video. Achtung, bei diesem Beispiel wird es sinnvoll sein, wenn du die Zahlengerade senkrecht zeichnest. Gut, schauen wir uns das Ganze mal gemeinsam auf der Zahlengerade an. Ich habe hier die Zahlengerade und hier habe ich meinen Nullpunkt. Oberhalb vom Nullpunkt habe ich die positiven Zahlen und unterhalb die negativen Zahlen. Die positiven Zahlen müssen wir in diesem Beispiel nicht beachten, da das U-Boot sich ja nur unterhalb der Meereshöhe befindet. Da kommen also nur die negativen Zahlen in Frage. Gut, das U-Boot befindet sich also zu Beginn in einer Tiefe von 75 Metern. Wir starten also bei minus 75, sagen wir circa hier. Anschließend sinkt es weiter, nämlich auf die dreifache Tiefe. Also, es sinkt um 75 Meter, dann nochmal um 75 Meter und nochmal um 75 Meter. Das heißt, wir landen dann circa hier. Gut, anschließend taucht sie dann um 50 Meter auf. Das heißt, wir bewegen uns jetzt nach oben. 50 Meter. Und wir landen circa hier. Das heißt, wir wollen jetzt wissen, wo sich das U-Boot zuletzt befindet. Die Rechnung, die wir aufstellen müssen, lautet also minus 75 mal 3 und plus 50 ist gleich. Minus 75 mal 3, da es ja auf die dreifache Tiefe sinkt. Und plus 50, da es sich wieder dem Meeresspiegel nähert. Wir rechnen jetzt natürlich zuerst die Punktrechnung. Da kommt minus 225 raus. Und das kann ich ja jetzt auch auf der Zahlengerade noch ergänzen. Das mache ich jetzt in Rot. Hier wären wir also bei minus 225. Gut, dann rechnen wir jetzt plus 50 und hier kommt dann minus 175 raus. Die Antwort auf die erste Frage lautet also, das U-Boot befindet sich in einer Tiefe von 175 Metern. Das können wir jetzt auch noch auf der Zahlengerade ergänzen. Hier haben wir also minus 175. Super, damit hätten wir auch die erste Aufgabe gelöst. Schauen wir uns mal die Aufgabe 2 an. Eine Stunde später befindet sich das U-Boot in einer Tiefe von 200 Meter. Wie viel Meter ist es jetzt tiefer als die letzte bekannte Position in Aufgabe 1? Das heißt, hier müssen wir herausfinden, wie viel Meter das U-Boot tiefer ist. Das ist jetzt eigentlich ganz einfach. Wir wissen noch von Aufgabe A, dass sich das U-Boot in 175 Meter Tiefe befindet.
Nach einer Stunde befindet es sich in einer Tiefe von 200 Meter. Wir müssen also die Differenz bilden. Das heißt, für die Änderung müssen wir den späteren Wert minus den früheren Wert rechnen. Die Rechnung, die wir aufstellen müssen, lautet also minus 200 minus, Klammer auf, minus 175. Und hier kommt raus minus 25. Das heißt, die Antwort lautet, das U-Boot ist um 25 Meter tiefer gesunken. Super, wir haben es geschafft. Wenn du weitere Sachaufgaben zu den ganzen Zahlen rechnen möchtest, schau dir das nächste Video zu den ganzen Zahlen an. Da geht es um die Darstellung von Beträgen auf dem Girokonto. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir diese gemeinsam lösen würden.